zwei gern verglichene Produkte, das Umidigia 3 und das Umidigia 7 Pro. Ein würdiger Vergleich. Ich beschränke mich auf die Merkmale der Geräte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Geräten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Beim Punkt Design gewinnt das Umidigia 3 knapp mit 52 zu 48 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 26 Gramm leichter, 4,7 mm schmaler, 11,5 mm kürzer und 13,1% geringeres Volumen. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm gewinnt das Umidigia 3 sehr knapp mit 39 zu 37 Punkten. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: besitzt ein IPS-Panel. Das Umidigia 7 Pro kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 40% höhere Pixeldichte, 2,4-fach höhere Auflösung und 14,6% größere Bildschirmgröße. Leistung. Bei der Kategorie Leistung gewinnt das Umidigia 7 Pro knapp mit 73 zu 68 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 2,6-fach schnellerer Prozessortakt, 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 112 GB mehr interner Speicher, 12 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 200 MHz schnellere GPU-Taktfrequenz, 1700 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, nutzt Big Little Technologie, 4 mehr CPU-Threads und 3 GB größerer Speicher. Das Umidigia 3 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: hat NX-Bit, hat dynamische Frequenzskalierung, hat AES und hat Trustzone. Kameras. Im Bereich Kameras gewinnt das Umidigia 7 Pro deutlich mit 48 zu 39 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 2,5-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 2-fach mehr Megapixel der Frontkamera, schnellerer Fotoautofokus durch Phasendetektion bei Fotos, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe und hat Touch-Autofokus. Audio. Bei der Kategorie Audio sind beide Smartphones ebenbürtig mit 56 Punkten. Es gibt hier keine größer abweichenden Eigenschaften. Akku. Im Bereich Akku gewinnt das Umidigia 7 Pro eindeutig mit 64 zu 48 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 26% mehr Akkuleistung und unterstützt schnelles Laden. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften ist das Umidigia 7 Pro mit 80 zu 71 Punkten deutlich vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 2-fach schnellere Downloads, hat Wi-Fi 5 Verbindung, 3-fach schnellere Uploads, hat Typ-C USB-Anschluss, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und unterstützt sofortige Markierung. Ergebnis. Mit 54 Punkten schlägt das Umidigia 7 Pro in der Gesamtwertung eindeutig das Umidigia 3 mit 39 Punkten. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Falls euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen gerne wissen, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.